sind schon wieder weitergefahren auf unserer Tour. Und zwar stehen wir hier. Ihr seht es, bei Burscheid. Hier gibt es eine schöne Aussicht, die Grängli. Hier seht ihr das Schild. Und das möchten wir uns mal anschauen. Bei dem Wetter heute Morgen weiß ich zwar nicht, ob man wirklich eine Aussicht hier genießen kann, aber wir versuchen es einfach. Eben noch mal kurz zurückgedreht, SD-Karte gewechselt und im nächsten Moment sieht es hier so aus. Die Burgruine hier oder die Burg kann man noch erahnen, aber von dem schönen Blick ins Tal ist leider nichts mehr zu sehen. Kann's gehen. Weg ist die Aussicht innerhalb von einer Minute. Die versprochene Sonne ließ sich leider nicht blicken. Ja, Herr Karrenmann, das müssen wir noch üben. Wir beiden laufen jetzt zurück zu unserer Betty. Und genießen erstmal ein anständiges Frühstück. Wir sind nämlich heute Morgen vom Stellplatz in Bianten ohne Frühstück losgefahren, haben uns unterwegs versorgt und speisen jetzt hier unterwegs. Neu berechnen? Sondergenehmigung für LKW. Oh Mann, da bin ich mal gespannt. Ja. Wir sind hier in Diekirch und in Diekirch ist neu berechnen? Der Baustellenteufel los. Wir sind jetzt auf dem Trip nach La Rochette. Die nächste links. Danach halten Sie sich links. Vor uns die Burg von La Rochette, die wir allerdings nicht besichtigen werden, sondern wir sind auf dem Weg ins Müllertal. Wir laufen hier im Müllertal und sind auf der Suche nach dem Schissentümpel, dem Fotomotiv Luxemburg schlechthin. Alleine ist man hier äußerst zittrig, glaube ich. Wenn ihr den Schissentümpel besuchen wollt, 500 Meter von diesem ist ein Parkplatz, wo ihr euer Fahrzeug abstellen könnt. Da führen zwei Wege entlang. Ihr seht hier, da hinten ist der Parkplatz. Ein Weg führt direkt hier an der Straße entlang und ein anderer führt auf der anderen Bachseite an diesen schönen Felsen entlang. Wir haben jetzt beide Wege ausprobiert
Und der hier oben ist natürlich schöner als der direkt an der Straße. Beide sind etwa gleich lang, wie gesagt, ca. 500 Meter. Und dann seid ihr schon am Schissentümpel. Ja, was ist jetzt dies? Dann hat man den Weg nur auf einer Seite gesperrt. Anstieg des Weges ist beim letzten Starkregen offensichtlich heruntergebrochen, so dass man hier als Vorsichtsmaßnahme diese Sperrung ergriffen hat. Aber wie gesagt, diese Sperrung ist nur von dieser Seite, nicht von der Seite des Schützentümpels aus. Man kann aber bequem an dieser Stelle den Weg passieren. Schaut euch diese Felsen an. Und unsere Betty steht da drüben auf dem Parkplatz. Wo sind wir hier, Conny? Im Müllertal. Das Müllertal, eine ganz bekannte Wanderregion. Hier gibt es viele Wanderkilometer unter die Füße zu nehmen. Wir machen jetzt heute nur eine kleine Runde. Ich schätze mal so 12, 14 Kilometer und schauen uns mal ein paar der Attraktionen hier an. Besonders skurrile Felsgebilde. Gesäumt wird der Weg hier durch ein Bächlein. Und so wie es ausschaut, ist nicht allzu viel los. Geschafft. Puh. Also Leute, hier den Weg zu gehen, Taschenlampe mitbringen, unbedingt erforderlich. Eine tolle Sandsteinkulisse. Thank you.
Toni und ich, wir haben uns vorübergehend mal getrennt, weil hier ist wieder eine Passage, die Licht erfordert und Conny hat momentan die Nase voll von der Dunkelheit. Das heißt, wir treffen uns auf der anderen Seite, denn hier gibt es eine kleine Umgehung. Aber wir folgen hier diesem Weg. Die Kohlscheuer ist das. Und hier können wir nicht das Tageslicht erblicken. Dieser Gang ist definitiv geschlossen. Gut, okay. Kehrt Marsch, denn ich habe ja mit Conny den Treffpunkt am Eingang ausgemacht. Also noch einmal durchquälen. Bin ich wieder durch den Fels auf die andere Seite. Nee. Das ist irgendwie Kohlscheuer am Bellevue. Das ist der weitere Weg, den wir jetzt zusammen gehen. Ja, Bellevue, schöner Ausblick. Und das schauen wir uns doch mal an. Ja, man kann diesen Teil auch umgehen. Ganz da unten hört man das Gewurke des Bächleins. Bei diesen Wegen bekommt ihr, bekommt ihr garantiert warm. Für Leute mit Platzangst ist diese Passage bzw. überhaupt diese Passagen nicht geeignet, aber das brauche ich glaube ich jetzt auch nicht zu erwähnen. Eine andere Sache, wenn ihr hier stürzt, geht es garantiert nicht ohne Blessuren ab. Wir haben bei solchen Touren immer ein Verbandset dabei. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch entsprechend gerüstet seid. Würde mich interessieren. Ja, jetzt, wo wir den Weg da oben zwischen den Felsen beendet haben, kommen scheinbar ein paar blaue Fetzen. Das heißt, irgendwo wird auch die Sonne sein. Vielleicht bekommen wir sie heute ja noch zu Gesicht. Durch solche Spalten, wie sie hier sind, haben wir uns eben durchgekämpft. Wir haben beschlossen, den Weg an dieser Stelle abzubrechen und uns wieder zurück zu unserer Bedi zu machen. Ganz schön anstrengend, kann ich euch sagen. Nee, es ist aber auch schon
die Zeit ziemlich fortgeschritten und wir müssen ja auch noch ein ganzes Stück fahren, bis wir zu unserem geplanten Stellplatz kommen. Deswegen und außerdem, wenn wir am Wohnmobil sind, erstmal gemütlich Kaffee trinken. Ja. Ja, ist noch ein Stück zu laufen, aber nicht mehr so anspruchsvoll, sondern hier diesen normalen Waldweg. Die Sonne kommt raus. Mensch, die geht schon bald wieder unter. Wir sind wieder in unserer Betty angekommen und ihr seht's, der Kaffee dampft schon. Ja, was halten wir von unserem kleinen Ausflug ins Müllertal? Also ich würde sagen, definitiv Daumen hoch. Allerdings braucht ihr ein wenig Kondition. Es strengt schon mächtig an. Wir sind hier nur ein paar Kilometer gelaufen und wir sind jetzt froh, wieder am Wohnmobil zu sein, um uns zu stärken. Ja, unsere weitere Tour führt weiter durchs Müllertal und führt weiter nach Echternach, bevor wir dann unseren Stellplatz aufsuchen. Ich würde sagen, später nehmen wir euch ganz einfach nochmal mit dazu. Bis dann! Wir sind noch ein Stück dem Müllertal gefolgt, um dann auf Stellplatzsuche zu gehen. Das allerdings war ganz schön kompliziert. Durch das große Hochwasser, die Flutkatastrophe im Sommer, waren viele Stellplätze ganz einfach geschlossen und wir fanden nichts. Nichts auch in Echternach. Also haben wir kurz einen Sprung über die Grenze gemacht und sind nach Ernzen. Inzwischen hatte uns der Regen eingeholt, aber in Ernzen angekommen hatten wir noch einen schönen Sonnenuntergang. Wir lassen es uns heute Abend noch mal richtig gut gehen hier. Und man sieht, die Temperatur im Wohnmobil geht dann gleich hoch beim Kochen. Mahlzeit. Prost. Auf der Wiese, sprich Stellplatz in Ernzen an der Teufelsschlucht, haben wir eine ruhige Nacht verbracht. Ja, wir beenden hier an dieser Stelle das Video. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns einen Kommentar schreibt bzw. ein Däumchen nach oben gibt. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, den würden wir doch bitten, das zu machen. Wir würden uns sehr darüber freuen. Das war Teil 4 der Reise des Roadtrips Luxemburg. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, beim Schluss in der Region Moseltal.